Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Wir passen alle Kapazitäten an, weil wir eine neue Strecke hinzugefügt haben, die alles vervielfacht hat. Ja, das ist im Prinzip auch schon das Programm. Wir haben hier eine neue Strecke hinzugefügt. Unsere bisherige Schnellfahrtstrecke, ganze 100 km/h schafft man da schon drauf. Und ja, das hat die Städte ordentlich wachsen lassen und dementsprechend müssen wir jetzt die Kapazitäten alle ausweiten. Ich glaube, in Hamburg war es am heftigsten. Da waren es 130% mehr, glaube ich, oder mindestens 120. Das ist schon hart. Ich habe auch mal in die Ziele geschaut, wo wir einmal gerade hier sind. Nach München fahren tatsächlich schon 26 Leute zum Einkaufen und 42 zum Arbeiten. Und das liegt auf einem ganz anderen Teil der Map, auf 3/4 der Map. Die Karte ist gar nicht mehr so weit. Ich habe es fast über die komplette Karte geschafft damit. Und es funktioniert. Es funktioniert viel, viel besser als erwartet. 37 war nach München, 81 nach Köln. Das kriegen wir hin, sobald der Einzug kommt. Welche Richtung fährst du denn? Ach, du stehst da noch und lädst noch ab und jetzt wieder auf. Dann sollten hier gleich ganz viele weniger werden, genau. Gut, also das läuft. Dann, wenn das läuft, läuft es hier nicht mehr, weil die Stadt heftigst gewachsen ist. Ich glaube, davor hatten wir 600 Einwohner, jetzt fast 1000. Ja, läuft. Aber da müssen wir jetzt auch die Zentrumsroute anpassen. Und ich glaube, bevor ich die anpasse, würde ich gerne Straßenbahnroute machen. Ich habe hier wieder einen Ring drum gebaut. Nur anders als davor. Wir haben ja festgestellt, dass vielleicht so eine gegenläufige Ringlinie, wo im Prinzip dieselben Stationen angefahren, gar nicht so gut ist. Oder zumindest nicht die beste Lösung. Da kann man uns schon mal sicher sein. Ich finde es immer noch nicht schlecht. Ich würde das auch in München erstmal weiterhin so handhaben. Aber gerade hier würde ich was anderes ausprobieren. Das schaffen wir heute noch nicht, weil wir dafür auch noch, glaube ich, eine Anschlussrichtung Manhattan brauchen und Berlin. Da habe ich mir was Größeres überlegt. Aber potenziell, wir kriegen erstmal eine neue Linie auf die Kette. Neue Linie. Beim letzten Mal, was haben wir denn an letzter Linie angelegt? Das war eine orange Linie. Wie wär's denn diesmal dann mit Gelb? Haben wir hier drüben schon Gelb? Wobei das ein relativ dunkles Orange. Kann auch mal ein dunkleres Gelb nehmen oder das mittlere Gelb, wie auch immer. Wer auch immer dann mit dem Alpha-Wert rumspielt. So. Von hier rüber. Vom Hauptbahnhof Richtung Zoo. Dann zur Folsom Street. Die habe ich mir irgendwie rausgesucht. Die gab es auch in dem Spiel mit drin. Zu den Arklay Mountains, denn hier sind die Arklay Mountains. Die bauen übrigens sogar schon bis an den Berg ran. Ich bin gespannt, wie weit die das noch treiben wollen. Ich hatte eher die Hoffnung, die bauen hier noch ein bisschen was hin, aber die stehen eher so ein bisschen auf das Bergfeeling. So, und dann noch St. Michael. Das war die eine Kirche. Da ist man, glaube ich, Nemesis begegnet. War das im dritten Teil? Schon zu lange her und ich habe das Remake nicht gespielt. Keine Ahnung. Müsste ich hier noch was einstellen? Ich glaube nicht. Was wir machen sollten, wäre, denke ich, dem Ganzen einen Namen geben. Ups. Raccoon City. Habe ich die anderen auch Raccoon City genannt? Oder nur Raccoon? Nur Raccoon. Raccoon Ring 1908. Läuft. Und da wollen wir jetzt Fahrzeuge drauf schicken. Ich bin mir relativ sicher, dass wir hier schon Tramgleise haben. Yep, zur Führung steht. Dann, ich würde sagen, erstmal zwei. Bin mir da noch nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Denn wir haben auch ein paar neue. Die haben ja mehr Kapazität und allen drum und dran. Die können jetzt sogar schon 40 km/h fahren. Aber das ist noch keinen Vergleich im Sinne zu den Autos, die sie haben. Die können nämlich schon 50 km/h fahren. Dafür können sie deutlich mehr ziehen und glatte 21 Leute mitnehmen. Das ist fast eine Verdopplung. Sehr schick. Ladegeschwindigkeit ist auch höher. Die Emissionen sind sogar noch mal verringert. Ne, da habe ich eben mich verklickt. Hier oben waren die 80, hier sind 69. Das passt schon. Kaufen wir gleich mal zwei. Kosten natürlich jetzt auch mehr. Und die schicken wir auf Raccoon Ring. Genau diesen schauen wir uns jetzt nochmal an.
Raccoon Ring 1. Dann müsstest du Raccoon Ring 2 sein. Und ich hoffe, das legt es dann ein bisschen, dass die Leute auch die Ringlinie benutzen. Bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, aber probieren geht über studieren. Dann das nächste, was auch mitgewachsen ist, ist der Warenbedarf. Da kommen wir nicht mehr hinterher. 325. Wir haben hier mehrere Linien langfahren. Wir haben hier Erz und Kohle. Achso. Das sollte ich lieber hier nachschauen bei den Fahrzeugen. Warum, erzähle ich euch gleich. Hier fahren 6 Fahrzeuge drauf. Hier sind es 2 bei der Öllinie. Plastik 3. Ring brauchen wir nicht. Stahl sind es auch 2. Und bei den Waren sind es die LKW. Also 2 ist im Prinzip das Minimum an Zügen, die wir haben. Nehmen wir an, wir würden das jetzt erweitern. Dann werfen wir natürlich erstmal neue Fahrzeuge drauf oder machen die Fahrzeuge länger. Wir haben im Moment die Maximalgrenze erreicht, was sie ziehen können, denke ich. Oder was sie sinnvoll ziehen können. Sie können sicherlich auch noch ein Stück mehr ziehen. Nur dann werden sie noch langsamer. Das muss ja nicht sein. Wir könnten sie im Prinzip auch gleich schon mal erneuern. Andererseits, die haben wir es angelegt, die Linie. Ich würde die hier noch ein bisschen fahren lassen. Das wird schon passen. Und nehmen wir mal an, auf der Erzlinie würden jetzt 10 Fahrzeuge fahren und wir werfen da eins dazu. Das wäre nur ein Unterschied von 10%. Das kann man recht fein einstellen. Aber bei dem, wo nur 2 ist, ist jeder weitere Zug gleich ein Unterschied von 50%. Das können wir also nur recht grob einstellen. Es sei denn, wir ändern die Zuglängen. Und von daher... schauen wir uns mal an, was die kürzeste Strecke für Durchsetzen oder die kürzesten Strecken für Durchsätze haben. Hier sind wir bei sogar nur eine Frequenz von 10 Minuten. Aber bei einem Jahresdurchsatz von 261. Wenn wir da nochmal einen Zug dazu werfen, sind wir bei 390. Das passt ganz gut eigentlich. Und beim Stahl 273. Also wenn wir hier überall einen Zug drauf werfen, dass wir so ungefähr bei 390 sind, obwohl, da können wir auch die 400 voll machen. Ja, 390, 400, sowas in der Richtung. Also werfen wir da jetzt ein paar Züge drauf. Du bist nicht das, was ich wollte. Hier läuft auch nur Plastik. Hier fällt gerade Zug Nummer 1 raus. Ich hätte aber gerne Zug Nummer 2 gesehen. Und der ist hier hinten. Ich hätte gerne, dass Zug Nummer 1, 2 und 3 hintereinander fahren. Dann finde ich den in der Regel auch besser wieder und einen drum dran. Das klingt nach einer Kleinigkeit und für euch werde ich das auch überspringen, aber potenziell so würde ich das gerne machen. Und Öl ist aber auch nicht das Erste, was wir unbedingt brauchen. Wenn wir jetzt wissen, dass wir auf 390, ich bin nicht mal an, auf 390 so oder so gehen, dann können wir uns auch mal hier nachschauen, was wir brauchen. Wir schaffen es mit 6 Zügen auf 260. Das sind ungefähr 40, 43 pro Fahrzeug. Das heißt, um auf weitere 140 zu kommen, bräuchten wir mindestens 3 R4. Mit 3 wären wir bei 129 weiteren. Sagen wir 130, dann sind wir genau bei den 390. Klingt nicht so verkehrt, um ehrlich zu sein. So, Fahrzeug Nummer 6 fährt hier gerade raus. Pinne ich mal an. Und hier haben wir die Einfahrt. Und ich bin mir relativ sicher, dass die hier erst... So kann ich sehen. Hier erst links lang gefahren sind, als wir die draufgeworfen haben. Die erste wäre Claire's Endstation. Da wollen sie zuerst hin. Das geht erstmal nicht. Das nächste wäre Leons Endstation. Das geht auch erstmal nicht. Chris' Endstation. Oder Jill's. Dann kommt sie am ersten. Ich glaube, die fahren immer zuerst Jill's Endstation an. Das heißt, die würden dann hier die linken Gleise nehmen, denke ich. Gleis 1. Ich glaube, die fahren dann wirklich hier lang auf. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber wird schon passen. Dann würde ich mit dem Zug aber auch noch einen Moment abwarten. Und ich weiß, ich sage jetzt die ganze Zeit abwarten, aber es gibt Schlimmeres. Wie gesagt, für euch kann ich es einfach überspringen, wenn wir wissen, dass es nicht funktioniert. Stahl kommt dummerweise auch nach, Herz. Dann ich überspringe das kurz für euch, die Zeit, und wir sehen uns dann gleich wieder. Oder wir schauen uns schon mal an,
was wir hier noch machen können. Die Trams sind wo? Müssen wir das nicht sehen können? Hier sind sie nicht mehr. Ah, hier fährt schon der erste. Oder eine, zumindest. Müsste die andere hier eigentlich auch irgendwo in der Nähe rumgurken. Ist auch schon gut gefüllt. Müssen wir mal schauen, ob sich das mit dem Zentrum ausgeht. Dann können wir da noch gar nicht so viel machen, wie gedacht. Ach, schaut mal eine an. Die fährt erstmal in die andere Richtung, dann hier zu drehen. Okay. Interessant. Und dann kann er hier auch gleich mal Leute mitnehmen. Also ich glaube, das passt. Und hier müssen wir dann trotzdem noch was drehen. Und hier hätte ich überlegt, dass wir die... Ich glaube, Landauer heißen sie. Genau, die Landauer gegen Postbus austauschen. Das klingt zumindest für mich wie nach einem Plan. Ups, du bleibst da schon. Ich wollte dich extra offen lassen. Ja, ich glaube, dann schaue ich mir das noch einen Moment an, ob das wirklich so stimmt, ob wir die austauschen müssen. Und ich melde mich dann gleich wieder. Gut, weiter geht's. Ich muss mich ein kleines bisschen entschuldigen. Ich wollte euch eigentlich nur mitnehmen. Ich habe jetzt die zwei Linien mit einem weiteren Zug versehen, beziehungsweise hier sogar drei bei der Erz-Kohle-Linie. Das Problem ist noch, die fallen jetzt alle hintereinander, damit es im Prinzip auf die 6, die 7 folgt, dann die 8, die 9 und so weiter. Das ist noch ein bisschen blöd, aber ich glaube, das wird sich von alleine schon einpendeln. Wenn nicht, mache ich das nochmal. Entschuldigt, dann wenn nicht, mache ich das nochmal von Hand. Die Stahllinie und die Plastiklinie habe ich auch gleich gemacht. Und bei denen habe ich im Prinzip einfach nur neue Züge draufgesetzt. Bei der Plastiklinie habe ich zwei neue Züge draufgesetzt. Da waren wir bei einer Rate von 444. Und ich musste ungefähr pro Zug 80 erreichen. Wir hatten 88,5. Wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Ich habe das extra laut vorgerechnet und allen drum und dran. Und ich dachte, die Aufnahme läuft schon wieder. Und habe es einfach voll verscheckt, euch mit dazu zu holen. Also, wenn es hätte gerne sehen wollen, tut es mir leid. Ich bin einfach komplett durch. Mir geht es gesundheitlich gerade nicht ganz so gut. Und habe auch schon 2 Nächte lang eher bescheiden geschlafen. Und irgendwann ist scheinbar auch mein Limit erreicht. Zum Glück musste ich heute noch nicht mal arbeiten oder dergleichen. Von daher ist es schon okay. Trotzdem, ich habe alleine, wir haben es jetzt um 5. Und gleich beginnen auch die Little Hope Streams, also die Premiere, nicht Streams. Und ich habe bis um bestimmt 4 gebraucht, ehe ich alles, was ich so heute machen musste, fertig hatte. Einfach nur, weil ich ein bisschen, oder ich weiß es ein bisschen, ich laufe voll neben der Spur. Ist nicht so großartig schlimm, aber doch so, dass man es merkt und sich im Nachhinein fragt, was geht in deinem Kopf vor? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme heute nicht zurande, es tut mir leid, dass da ein bisschen was fehlt, aber dafür können wir jetzt gemeinsam den Postbus ersetzen. Denn ich denke, dafür keinen Weg dran vorbei. Es sind 83 Leute und keine Chance. Fahrzeuge verwalten. Achso, ich habe auch noch mal 3 Straßenbahnen. Hier seht ihr, ich habe schon wieder was vergessen. 3 Straßenbahnen auf den Ring gesetzt. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ich glaube, 3 waren gar nicht notwendig, 3 weitere. Aber dann haben wir schon mal vorgesorgt für alles, was da noch potenziell kommt. So, und ihr wollt unbedingt ins Zentrum, dann auf ins Zentrum. Und wir setzen hier mal den Postbus drauf. Sind sogar noch mal 2 mehr. Das heißt, wir sind einerseits ein Stück schneller. Wir können auch ein Stück schneller aufladen. Und wir haben nochmal eine Kapazitätserhöhung von 33%. Dann hoffe ich einfach mal, das reicht. Wenn nicht, muss ich mir dann noch was überlegen, wie ich das wieder in den Griff kriege. Ach so, es läuft doch nicht mehr so. So, und euch auch gleich mal das mit dem Unterhalt, ganz ehrlich. Ich finde das nicht so schön gemacht. Ich kann die Neuerung verstehen. Ich finde viele Sachen da auch gut, mit dem Verschleiß und allem drum und dran, dass sie dann lauter werden und schöne Idee. Aber dass sich im Prinzip die Unterhaltskosten jedes Mal, egal was du machst, zurücksetzen oder wenn du einen Zug kopierst, werden die Unterhaltskosten nicht mitkopiert. Du musst das dann einzeln wieder einstellen für jeden Zug, den du kopiert hast. Das hätte man eleganter lösen können. Andererseits, so ist es auch nicht schlimm, nur es fällt halt auf.
Gut, ich bin gespannt, ob sich das hier löst. Da kommen wir dann gleich nochmal zurück. Aber ich denke auch, in Raccoon City läuft es dann soweit. Und die einzige Stadt, die wir uns jetzt noch anschauen müssen, wäre München. Und hier, ich weiß nicht ganz, was ich gemacht habe, aber scheinbar fahren hier nicht so viele Leute hin. Es gibt kaum Änderungen. Wir haben jetzt 110% mehr und die Busse reichen immer noch. Bin begeistert, nehme ich an. 120 von 180, cool. Es läuft einfach. Ja, dann brauche ich hier eigentlich gar nichts machen. Und ich weiß gar nicht, wie lange jetzt die erste Aufnahme war. Ich muss das dann alles wieder zusammenschneiden. Aber dann würde ich euch im Prinzip einfach dazu holen, wenn wir hier weiß, oder wohl, das kann auch nur ne so nebenbei laufen. Wir wenden uns schon mal dem nächsten Projekt zu. Also ich hätte im Prinzip drei Projekte, die mir jetzt so potenziell vorschweben würden. Ich würde gerne einen S-Bahn-Ring zwischen Raccoon City, Manhattan und Berlin laufen lassen. Und dann im Prinzip auch die Städte ausbauen und allen drum und dran. Ich möchte aber auch, weil ich gesehen habe, dass mittlerweile Vertania fast 1600 Einwohner hat und Hamburg sogar schon über 1000. Nein, nee, es ist wieder zurückgegangen, war es vorhin nicht über 1600. Okay, wir sind mit den Emissionen nochmal schlechter geworden. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Aber wir hatten auch hier als Ziel über 1600. Dann weiß ich nicht ganz, woran es liegt. Aber das passt schon. Habe ich mir überlegt, weitere Ziele draufzusetzen. Nicht weitere Ziele, weitere Güterversorgungen draufzusetzen. Wenn man hier schaut. Vorhin, habe ich es nachgeschaut habe, waren wir bei den Maschinen sogar schon bei 600. Ups, Entschuldigung, da bin ich gegen das Mikro gekommen. Da waren wir bei 600 geforderten Einheiten. Und da habe ich mir überlegt, wir könnten eigentlich hier die Maschinenfabrik für Olymp anschließen. Denn mein Plan wäre, das wird eine der allerwenigen Flug-Cargo-Routen, dass wir hier, ihr seht es vielleicht schon ein bisschen vorbereitet, einen Flughafen draufsetzen. Apropos, warum ist denn das hier so? Dann könnte man im Prinzip auch nochmal sagen, der Weg hier ein Stück noch näher ran, dann kommt hier halt eine kleine Klippe hin. Der Weg hier näher ran, habe ich hier mehr Platz für Gebäude. Denn die Gebäude habe ich gar nicht mit eingeplant. Wie mir dann so im Nachhinein auffällt, es halt noch nicht, wie groß die Flughäfen sind. Ja, mal schauen. Oh, hier fahren schon Autos. Fahrt ihr echt schon runter? Trotz des langen Weges nach Midgard und nach Olymp. Ah ne, Olymp ist die Stadt selber. Nach Midgard runter tatsächlich, da fahren schon ein paar. Ich schweife vom Thema ab. Auf alle Fälle, die brauchen irgendwann mal Maschinen. Wir haben jetzt leider noch keine Flugzeuge. Sonst hätte ich als erstes das gemacht. Aber wir könnten schon mal die Fabrik hier anschließen, denn ich glaube nicht, dass Olymp, wie viele Einwohner hatte das eben? Gehen wir noch mal kurz hin. 104. Das ist schon mal deutlich mehr. Aber ich glaube, als ich die Karte gestartet habe, standen da 86 drinne. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war so. Ich glaube nicht, dass die komplette Fabrik brauchen. Von daher könnten wir vielleicht noch ein bisschen was abzweigen für Hamburg. So der Plan. Täusche mich da eigentlich gerade nicht? Was sagt die Planung? Ja, so ungefähr sollte das laufen, wenn alles glatt geht. Und dafür habe ich mir im Prinzip auch schon hier den Wald rausgesucht. Das haben wir schon am Anfang gemacht. Hier gibt es auch noch das Sägewerk dafür. Einen Hafen haben wir auch schon, aber da muss noch ein Dock ran. Das habe ich schon mal nicht bedacht am Anfang. Und dann im Prinzip hier Kram rüberliefern. Hier dann irgendwann mal Flughafen. Hier sollte so oder so ein Flughafen für Coruscant und Frankfurt entstehen. Hamburg bekommt dann seinen eigenen. Und ich muss natürlich auch noch eine Riesenbrücke hier bauen. Ich habe leider noch nicht die neuen Straßen. Aber da müssen die lieben Leute dann durch. Und ja, so im Prinzip der Plan. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob es aufgeht, aber ich fände es schön. Dann würde ich sagen, bereiten wir jetzt das vor, während die Postbusse da hoffentlich ihr Bestes geben, die 80 Leute an der einen Haltestelle wegzukriegen. Als erstes würde ich sagen, fangen wir an mit Eisenerz und Kohle, dass wir das hier rüber transportieren zum Stahlwerk. Und dann kann es hier inklusive der Bretter abgeholt werden. Und wo ich das schon mal sehe, packt man hier auch gleich noch das Ding dran. Ich würde es gerne ein wenig umbauen, um ehrlich zu sein. So, dass wir hier auch einen Bereich haben, genau, der so reingeht. Das Problem ist aber, dass ich das nicht einfach so hier dran setzen kann, dass sich da automatisch noch ein Eckstück bildet. Ich kann auch kein Eckstück bauen. Was passiert denn, wenn ich das kleine Teil da dran setze?
gefällt mir jetzt auch nicht so unbedingt, aber ich kann hier noch ein paar kleine Teile mit dran setzen, um das Ganze zu kaschieren. Aber so einen großen Klopper dann da dran haben, ich weiß nicht. Wir könnten hier im Prinzip dann auch noch mal einen Weg dran setzen. Und dann tun wir hier noch eine kleine Straße hin, um das ein bisschen schick zu machen. Ich glaube, das passt so besser. Also hier ein Depot dran. Eine dicke Anlegestelle. Du hast doch gerade eben die Linie verändert, du böser. Wir hätten da auch noch einen Seiteneingang. Den kriegen wir tatsächlich so hin. Ich weiß nicht, wie gut das dann ausschaut, aber das schauen wir uns an. Apropos, ich ändere erstmal die Linie. Nicht, dass ihr wieder komische Sachen macht. Ihr kommt an. Da drüben. Das passt schon. Scheinbar hätte ich nicht bauen sollen, während das Schiff hier steht. Das mag es nicht. Wo fährst du jetzt hin? Zum Frankfurter Kranz. Zur Frankfurter Kranzfabrik. Das ist eigentlich die hier. Ah, Frankfurter Kranz. Er fährt ein Stück vom Kai weg, damit er nicht dran schrammt. Um jetzt wieder ranzufahren. Ein Hoch auf so einen Bugstrahlruder, damit er einen Arsch rumkriegt. Ich schweife vom Thema. Wir wollten eine Straße bauen. Eine kleine sollte ja locker ausreichen. Ach, schau mal, eine hätte ich auch noch was gehabt. Ich möchte das nochmal anders konfigurieren. Damit du da auch stehen bleibst. Ich tue mal kurz auf Pause. Ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht, denke ich. Wenn wir das hier hinstellen. Ups, das sind Passagiere. Wenn wir das hier hinstellen, kriegen wir die Straße da, glaube ich, schöner dran, dass wir nicht hier an die Schräge müssen. Dann macht das Spiel immer irgendwelche Buckel rein und dergleichen. Das sieht einfach nur furchtbar aus. Ah ne, das war zu nah. Jetzt komme ich hier an die Ecke vom Sägewerk. Nun gut, dann verschwinden da ein paar Steine. Strand des Flusses. Nennt man das? Am Ufer des Flusses. So, jetzt nochmal. Wenn wir das von hier runterziehen. Schaut das nicht so schön aus. Aber ich glaube, damit muss ich dann leben. Dann schaut es hier aber auch nicht so aus, als ob wir hier das Hauptgebäude stehen haben. Hier dann ganz viel, was weiß ich, steht. Da kann man nicht auch Hauptgebäude bauen? Das würde da eigentlich besser reinpassen. Na, das ist doch mal was. Das ist leider nicht ganz symmetrisch geworden. Kann ich? Entschuldige das hin und her. Ich entschuldige mich heute zu oft. Aber das ist es mir eindeutig wert. Dann nehme ich die Spielerei und den möglichen Zeitverlust in Kauf. Wieso kriege ich das nicht in die Mitte hin? Geh noch da drüben auch. Schau mal einer an. Mit ein bisschen Trickserei kriege ich das vielleicht hin. Ich lasse das mal so. Ach, Autosave. Beim Bauen möchte ich es auf alle Fälle dabei haben, auch wenn wir hier Einstellungen, Linien vornehmen und dergleichen. Weil ich jetzt schon meinen Absturz hatte. Und bei Transportive 1, bei so einer Größe jetzt schon dann regelmäßig. So. Schaut es natürlich nicht so schön aus. Weil ich das hier natürlich jetzt nicht drehen konnte. Aber ich lasse das mal so stehen, das fällt schon keinem auf. Die Linien stimmen noch, perfekt. Ich glaube, das lasse ich so stehen.
Ich bin noch am Überlegen, das hier vielleicht dicht zu machen. Mit anderen Kais. Wie würde denn das ausschauen? Ich finde es gar nicht so verkehrt eigentlich. Ich meine, Industrieflächen sind jetzt nicht die schönsten, gerade die hier, die nicht genutzt werden. Aber besser als wenn da noch ein bisschen Wasser rumsteht. Man müsste im Prinzip noch so Kanäle anlegen. Was heißt Kanäle anlegen? So unterirdische Bewässerungsgräben und dergleichen ziehen können, dass man das auch hier sieht, dass da auch Verbindungsstellen sind und allem drum und dran, wenn das einfach nur hier rumsteht. Ich habe dann immer den Eindruck, das Wasser steht da drin und das Wasser fängt irgendwann an zu stinken. Das muss eigentlich nicht sein. Jetzt habe ich es natürlich immens groß gemacht, das Teil, aber. Wird schon. Gut. Lass es noch ein bisschen laufen. Wir wollen Kram von hier. Von hier und von hier. Hier runterbringen. Das Problem wird sein, so geht's dran. Wie weit kann ich es denn wegstellen? Bis hier hinter. Also habe ich eigentlich viel Platz. Dann würde ich es fast hier rauf mitstellen. Den Kurvenradius finde ich so eigentlich ganz gut. Aber den Kurvenradius vielleicht noch ein bisschen kleiner machen. Das hier so dann daneben stellen. So, dass wir es hier auf alle Fälle hinliefern können. Das Holz kommt ja über Schiff dann. Probieren wir das. Wie viele Stellen zum Abliefern brauche ich denn? Das ist die Frage. Ich vermute mal, weil ich hier auch schon das Problem hatte. 4. Dann werden die noch etwas dicker gemacht. Oder ein wenig asymmetrisch. Dann sollte das da vielleicht besser ranpassen. Die kommen ja dann immer von auf der rechten Seite, fahren hier rechts ran, müssten hinten im Prinzip einmal drehen. Die anderen können hier in der Mitte dran vorbeifahren, drehen dann so und ich glaube, das geht schon. Es könnte sich aber trotzdem stauen, weil die im Prinzip alle drei dann... Achso, ihr seht nicht, was ich mit dem Finger zeige. Alle drei auf der rechten Seite, ich muss mehr bildhaft sprechen, alle drei jetzt, auf, wenn die unteren drei benutzt werden, die unteren drei alte Buchten, dass sie dann auf der rechten Seite zurückfahren und sich gegenseitig vielleicht im Weg rumstellen. Und vielleicht nochmal beim Einfedern. Gegebenenfalls müssen wir da dann nochmal ansetzen. Aber ich glaube, das passt schon. Und schaut euch mal die Länge der Strecke an. Die werden sich ein ganzes Stück verteilen müssen. Ich glaube, das geht schon irgendwie. Die Höhenunterschiede müssen wir dann natürlich noch definitiv angleichen, aber fürs Erste. Passt schon. So. 40, 50, 60, 70 Meter hätte ich gerne. Ich glaube, da passt ganz gut. Da passen ganz gut die Dings rein. Wie heißen sie? Die Werkstrams. Die habe ich ganz gern. Noch einen Anschluss. Und dann heißt es, denke ich, erstmal die Straßen ziehen. Apropos, wie komme ich denn hier mit den Werkstrams ran? Müssten ja eigentlich dann von hier hinten kommen. Bis hierher wären schon mal Straßenbahngleise gelegt, dann muss ich hier auch noch welche hinziehen. Okay. Elektrisch, ja bitte. Na, mit dem Kurvenmodus. So. Der Höhenunterschied ist natürlich ganz schön heftig. Aber ich glaube, damit kann ich leben.
Ach, schau mal einen an. Wir sind hier gar nicht mehr auf derselben Höhe. So, du bleibst auf der Höhe, die ich eben eingestellt habe. Und ich random irgendwo. So. Das schaut doch schon netter aus. Und dann gleich als erstes Mal aufrüsten. Dass ihr auch alle schön Anschluss bekommt. Das sind natürlich hier die Straßentypen. Jetzt ist hier überall die Schotterpiste. Ich glaube, damit können wir leben. Paar neue Straßentypen wären schon ganz schön, aber so weit sind wir leider noch nicht. So, dich konfigurieren, elektrifiziert, ja bitte. Das habe ich scheinbar vergessen einzustellen. Dich nennen wir dann Olympisches Stahlwerk. Hatten die einen besonderen Stall? Ich glaube, Hephaistos hieß der Schmied. Ist der so? Da muss ich jetzt kurz nachgoogeln. Das tut mir leid. Da müsste er mit klarkommen. Griechische Mythologie. Hephaistos. Gott des Feuers und der Schmiedekunst. Genau. Hephaistos mit AI. Okay. Dann eine Sache würde ich noch kurz was nachschauen. Wie lange habe ich denn vorhin aufgenommen? Damit ich weiß, dass die Folge für euch nicht zu lang wird, dann schneide ich das in mehrere Teile. Gut, jetzt aber weiter. Der schöne Zug. Darfst du schon deine 100? Noch nicht ganz. Durch die Länge brauchen sie jetzt mittlerweile viel, viel länger zum Beschleunigen. Ich glaube, ich brauche da noch einen besseren Zug. Ich hätte mehrere draufsetzen können, aber mir gefällt der lange Zug eigentlich sehr gut. Nun ja, sie müssen im Prinzip nur einmal 100 km/h erreichen, um das Maximum Geld daraus zu kriegen, soweit ich weiß. So, hier liegen jetzt überall Tramgleise, dass wir unsere Trams da auch hinbekommen. Sehr gut. Dich wollte ich umbenennen in Hephaistos Werke. Gut. Dann machen wir es hier auch, glaube ich, gleich mal. Hier bessern wir mal ein paar GIS-Sachen aus. Hier zum Beispiel hier die Höhenunterschiede. Schaut halbwegs brauchbar aus. Ja, läuft. Dann, wir wollen noch ein bisschen weitere Sachen upgraden. Dann haben wir bis hierhin schon mal auf alle Fälle unsere Strecke. Dich hat man angeschlossen, das Stahlwerk, ja perfekt. Dann, wie stellen wir hier oben die LKW-Station auf? Wenn ich dich hier in die Mitte stelle, kriege ich dann beide? Nee, nicht ansatzweise. Wenn ich dich hier in die Mitte stelle, kriege ich dann beide? Auch wieder nicht ansatzweise. Dann kriegt jeder sein eigenes Ding. Na, okay. Hier muss ich mal schauen, so oder so, wie ich das mache. Hier wird halt ein Knackpunkt, weil die alle hier lang fahren und sich gegenseitig irgendwie nicht im Weg stehen sollten. Wir kommen ja hier immer auf der rechten Seite an und müssen dann im Prinzip einmal hier rüber, einmal hierher, einmal hierher, einmal hierher. Das heißt, wir müssen erstmal links abbiegen. Links abbiegen ist immer doof. Zurück würde es dann ohne Probleme funktionieren. Noch einen Kreisel hinstellen. Aber ich weiß nicht, wie ich den am besten bauen soll. Und ich glaube, die werden auch irgendwann freigeschaltet. Ich meine, das gesehen zu haben.
Also, im Prinzip hier einmal hier rum. Ich glaube, da komme ich auch nicht wirklich dran vorbei. Oder wir sagen, die hier drüben sind, hier gleich rausfahren und dann hier ran. Dann im Prinzip jeder, der hier rechts, beziehungsweise hier dann links abbiegt, kommt eigentlich über die Brücke. Das sind dann zwar drei, aber das passt schon. Und der hier kann ganz ungeniert links abbiegen. Das würde schon passen. Klingt nach einem Plan. So, dann kommt der irgendwann zurück, kann hier einfach rechts abbiegen. Geht schon. Kommt dann hier wieder rechts zurück. Dann statt links biegt er diesmal rechts ab. Steht dann hier irgendwo rum, lädt was auf, wird dann hier einmal über die Brücke geschickt. Und der Rest soll dann auch alles passen. Wie lang wäre denn ein 30 Meter Stückchen? Also eigentlich könnte man das hier mit reinstellen. Dann haben wir hier zwar eine kleine Mulde, aber das passt schon. Und ich denke, dann würde ich auch hier die Straße nochmal abreißen, damit das alles ein Stück hübscher wird. Und eine Plattform reicht mir eigentlich. So, wenn das bis dort 30 Meter sind, dann sagen wir mal, müssen uns ziemlich nahe stellen. Am besten wirklich gleich schon hier vorne mit hin. Wo hier noch, hier habe ich auch ein bisschen Platz. Dass wir sagen, wir stellen uns. Hier hin. Achso, ich kann auch noch hier näher ran. Ich darf nur nicht so ran, okay. Verstehe. So vielleicht. Probieren geht über studieren. So, dann im Prinzip die noch hier ein Stück länger laufen lassen. Dann bescheiden wir natürlich das Feld des Bauern. Das muss man dann wieder ausgleichen. Dann kommen wir hier ran. Können hier im Prinzip die Brücke gleich dran setzen und hier noch die andere Straße wieder dran. Dass wir hier eine Viererkreuzung haben, aber dadurch, dass wir den Verkehr kontrollieren, sollte das schon schief gehen. Oder sollte schon passen, meine ich. 1, 2, 3, 4. Hamburg Bus- und Trambahnhof Nummer 4. Nein, auf gar keinen Fall. Jetzt hätte ich, glaube ich, den Tab noch nicht zumachen sollen. Aber ich kann den ja wieder öffnen. Hephaistos. Tempel des Hephaistos gäbe es da. Mythos, das klingt doch schon besser. Vulkantätigkeit der Insel von Lemos. Okay. Und so weiter. Ich gab es nicht eine besondere Schmiede oder hieß seine Schmiede nicht besonders? Er hat ja auch die Pandora-Büchse im Prinzip geschmiedet, soweit ich weiß. Nee. Entschuldigt, dass ich das mittendrin mache. Ich glaube, dann lese ich mir das später an und benennen die dann einfach später um. Das muss jetzt nicht sein, wenn ich es nicht sofort finde. Passt schon. Gut, Straße. Geht sogar ein Stück runter. So, es ist rechtwinklig. Hier hat man gesagt, eine Straße weg. Die kann auch gerne ein bisschen hochgehen direkt. Damit wir die Höhe kriegen für die Brücke. Oder wir lassen es erstmal ein Stück ebenerdig. Damit das dann besser ausschaut.
Für die Kreuzung. Bei Kreuzungen sollten die Steigungen nicht zu groß sein, sonst kommen da wieder irgendwelche Wellen rein. Das ist einfach nur furchtbar. Ich frage mich, warum das Spiel das. Also ich kann nachvollziehen, dass da im Prinzip irgendeine Bahnberechnung mit drin ist, die vielleicht auf Polynomen basiert oder dergleichen. Und damit im Prinzip diese Schwingungen zustande kommen. Es schaut nur einfach richtig doof aus. Dass man da nicht einfach noch dran sitzen kann, Anfangsstück, Endstück, wenn Platz ist. Müsste eigentlich immer Platz sein. Es gibt ja Mindestlänge, wie hier die Straßen sein müssen. Anfangsstück, Endstück und da dürfen nicht, was ich denn, komische Schwingungen auftauchen oder dergleichen. Das sehe viel besser aus. Das wäre so eine Quality of Life-Funktion, die ich gerne hätte. Hier rastet da nicht ein, na gut. Ich fände es ganz schön, wenn du nicht ganz so viel Feld einnimmst vom Bauern. Vielleicht so? Wird schon schief gehen. Kann ich dich dann gleich hier mit ihm verbinden, mit durch eine S-Kurve? Ja, sehr schön. Das macht das Spiel echt gut. Cool, um das Feld kümmere ich mich dann, glaube ich, zwischen den Folgen. Und wir schließen den hier an und du machst das komplett in eine andere Richtung. Wie wär's denn dann auch hier? Na komm, gerade. Und so wird das doch wieder nichts. So, ungefähr. Und dann hier oben anschließen, bitte. Ja, das geht schon. Ich habe schon deutlich Schlimmeres fabriziert. So, hier dann die Brücke rüber und am besten hier, wo eh der Hockey drin ist, das könnte man nutzen. Oh, hier müssen wir aber ein ganz schönes Stück hoch. Wenn wir hier irgendwann mit der Brücke drüber kommen. Oh Mann. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt hinkriegen. Na, so nicht. Aber ich habe ja gesagt, bei denen kann es auch ein Stück höher sein, bei den Straßen, im Gegensatz zu den Gleisen. Ja, keine Chance. Nicht mehr, wenn wir komplett nach oben gehen oder mitspielen. Oh Mann. So. Wie schlimm schaut das aus, wenn ich dich gleich ein ganz schönes Stück hochjage? War schon ziemlich schlimm. Ich würde es aber probieren, wenn es dann funktioniert. Dann können wir immer noch schauen, dass wir es noch ein Stück hübscher machen. Hey, ich komme so nicht rauf. Vielleicht eher ein Tunnel, dass wir hier runtergehen und hier dann rauskommen. Gefällt mir aber ehrlich gesagt eigentlich auch nicht. Ich würde lieber mit der Brücke arbeiten. Wir könnten auch sagen, dass wir hier vorher schon irgendwo, wo hier ist schon ziemlich steil, dass wir hier vorher rausgehen, dann vielleicht noch mehr Höhe kriegen könnten. Boah. Oder wir setzen es wirklich hier dran und lassen den einfach mal hier rausfahren und ziehen dann hier einen Kringel drum, dass wir über uns selbst nochmal mit der Brücke gehen. Ich weiß, ich finde das eigentlich nicht so hübsch, aber es wäre eine Idee. Aber dann könnten wir auch erstmal ein Stück runtergehen, um dann wieder raufzugehen. Dann wird es leichter mit der Brücke, nehme ich an. So vielleicht. Dann, achso, ich habe das Kurventool nicht ausgewählt. Ich würde das sogar schon gleich machen mit der Brücke. So, da kommt das Autosave.
Wo wir schon mal hier sind und das Autosave gerade da ist. Ja, mittlerweile läuft es besser mit dem Holz. Hat sich ein bisschen ausgependelt. Am Anfang hat man ja noch kleine Probleme, dass er einfach machte, was er wollte und nicht das, was er sollte. So vielleicht. Ah, das ist schon was sehr knapp. Gegebenenfalls können wir hier auch nochmal einfach ein Stück runtergehen mit der Straße. Das wird schon passen und hier hätte ich gar nicht so weit gehen müssen, glaube ich. Aber selbst wenn ich hier noch runtergehen möchte, dann schon. Dann lassen wir es so stehen. Vielleicht kriege ich dich gleich angeschlossen. Ja, nicht verkehrt. Die Höhen kümmere ich mich dann. Nochmal kurz den Plan durchgehen. Wenn sie hier links abbiegen, kommen sie sich jetzt nicht mehr in die Quere, weil die hier über die Brücke gehen. Dann kommt er zurück beim Rechtsabbiegen, oder er kommt zurück, biegt hier rechts ab, das geht schon. Hier wird alles wieder zusammengeführt. Zusammenführen ist nicht unbedingt das Problem. Ein kleineres Problem als kreuzender Verkehr. Beziehungsweise Linksabbieger. Furchtbar, einfach nur furchtbar. Wenn sie zurückkommen, biegen sie hier immer rechts ab, das geht schon. Wenn sie hier dann zurückkommen... Achso, hier müssen wir noch einmal geradeaus fahren dann. Das heißt, wir würden diesen Verkehr hier kreuzen. Das ist natürlich doof. Das hatte ich nicht bedacht. Okay, also da müssen wir uns gleich nochmal drum kümmern. Dann, bevor ich das vergesse, kurz noch den Weg hier reinsetzen, dass der ein wenig nach unten geht. Spiel. So. Jetzt ist die Kreuzung hier schön und hier fahren noch mehr Leute drüber. Dann müssen sie hier stärker abbremsen. Das ist nicht schön, aber das passt schon. Hier kommt im Prinzip nur einer zurück und hier gehen gleich drei drüber. Bei den 90-Grad-Kurven bremsen sie hier auch schon ab, aber da müssen wir uns oder so noch was einfallen lassen. So, erstmal einen Moment runtergehen. Und dann schaut es auch schon viel besser aus mit den Oberleitungen. Wieso fehlen da plötzlich die Oberleitungseinstellungen? Du hast hier auch keine gebaut. Warum? Ich habe die nie ausgestellt. Spiel, du machst mich manchmal fertig. Bitte verstell meine Einstellungen nicht. Ich komme mir da immer sehr verarscht vor, muss ich zugeben. So. Auch hier. Was soll das? Nun gut, wie machen wir es dann hier? Wir könnten auch sagen, du musst gar nicht unbedingt hier stehen. Wir haben ja auch hier einen Anschluss. Wir können dem hier noch die kleine Straße geben, was soll's. Wir könnten dich auch einfach hier drüben irgendwo mit anschließen. Zum Beispiel, indem wir diesen Weg hier wegmachen, die im Prinzip hier alle hier durchfahren lassen, nur der eine biegt hier halt nochmal ab. Und dann geht's hier gleich wieder zurück. Ich probiere das mal. Ich nehme an, wenn ich das jetzt hier wieder ransetze. Ach, jetzt habe ich auch überall noch Spielereigentum eingestellt, oder? Ups. Bitte sag mir nicht, du bist abgestürzt. Okay. Okay, zurück.
Anschluss haben wir. Die 90 Grad Kurve hat er jetzt nicht unbedingt besser gemacht. Einmal bitte das Ganze wechseln. Ups, ich habe die falsche Taste gedrückt. Achso. Mal kurz rausgehen, der hat die Höhen verstellt sonst. Und hier möglichst nah ran. Ach so, nee. Der soll ja hier nicht auf dem linken Gleis halten, sondern im Prinzip hier rechts einfach kurz rausfahren, während die anderen weiterfahren. Das war doof. Das macht es aber auch ein bisschen schwieriger für die Straße. Aber wenn die so oder so hier dann ein Stück weiter rechts rüber müssen, können wir das dann hier nicht ein Stück weit verbessern? So, dass die da nicht im 90-Grad-Winkel abbiegen müssen. Immer auf elektrisch lassen. Vielleicht sollte ich dann erstmal doch das Gebäude setzen. Ungefähr so wird es gestanden haben, nehme ich an. Kriegen wir euch jetzt hier noch halbwegs brauchbar dran? Schau mal einen an. Das ist nicht so verkehrt. Das ist eigentlich ganz gut. Hier ist es jetzt ein bisschen aufgeweicht. Hier ist es auch ein bisschen aufgeweicht. Hier ist es natürlich eine üble Kurve, die sie da zu machen haben. Über 90 Grad. Also im Prinzip hier einmal komplett rechts rüber müssen und dann wieder leicht links zu fahren. Aber da fahren halt in der Regel nur, da fährt man nur einmal lang hier mehrmals. Sollte schon passen. Dann 1, 2, 3, 4 von euch dran. Und den Straßenzugang bitte setzen. Wir kommen von rechts, biegen einmal nach links ab. Kein Problem. Kommen zurück, biegen hier auch nach rechts ab, fädeln hier einen, passt schon. Kommen rechts wieder zurück, können hier im Prinzip rechts immer, also zweimal rechts fahren und dann sind wir durch. Kommen dann irgendwann zurück, entweder anhalten oder weiterfahren hier rüber, über die Brücke einfädeln lassen, passt. Läuft, würde ich sagen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass das jetzt mit den Bussen eigentlich gereicht haben sollte. Jupp, das hat locker gereicht. Da stehen nicht mal mehr ansatzweise genug Leute. Könnten ein paar Busse runternehmen, finde ich. Na, wisst ihr was, ich lasse dir jetzt erstmal drauf. Die Stadt wird noch wachsen. Wir schließen ja irgendwann noch Treibstoff an. Das war... Achso, das hatte ich gar nicht zu Ende erzählt. S-Bahn-Ring. In Raccoon City Treibstoff anschließen, damit wir die neuen Schiffe benutzen können. Ich würde die wirklich gerne benutzen. Oder halt hier erstmal zusehen, dass unsere Städte, die jetzt wirklich schon weit über dem Limit sind, von den Gütern her, beziehungsweise weit unter dem, was sie als Limit vorgeben, liefern wir an. Da sollte man mal was tun. So. Dann würde ich sagen, das lasse ich so. Und den Rest... Um den kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich freue mich schon auf die Mitfahrt, weil hier ein ganzes Stück mehr los ist. Wir haben hier Holz, was hier lang geliefert wird. Wir haben dann hier ganz viele Werksbahnen. Wir haben hier, wo wir dann mit der Brücke drüber fahren, das Getreide. Wir liefern hier Kram ab, können bestimmt auch noch einen Blick erhaschen auf die Schiffe, die dann hier rumliegen. Und danach werden wir auch noch eine Linie anschließen, die hier Stahl und Holz bzw. Bretter transportiert. Ich freue mich schon sehr drauf. Gut, dann hat mich gefreut. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.